Heute mit Burkini, der Mittänzer. Ich kann nicht, ich bin erschüttert über mein eigenes Auftreten hier. Martin Kais ist hier religiös korrekt gekleidet, damit er schwimmen gehen kann. Mit dem, wie immer, unrasierten, offenhemdigen entspannten David Schraven. Achso, entspannt. Heute mit Burkini. Burkini, das ist unser Thema heute. Wir haben heute das Thema, der Westen fällt auseinander, bricht zusammen. Trump, Kemp, Herne. Herne, ist ganz wichtig. Also ich sitze jetzt hier in Burkini, das kann man nur sehr unzureichend, wer es nur hört, ist selbst schuld, soll das googeln, Baden in Burkini bei YouTube. Ich sitze hier im Burkini, ich habe letzte Woche Mittwoch auch diesen Unterwerfungsfilm da gesehen, im ersten, mich interessiert das Thema nicht so sehr, in Herne gab es Wellen, haha, Schwimmwellen, Wortspiel, weil eine Schule Burkinis diese angeblich halal-tauglichen Schwimmbekleidungen angeschafft hat. Ich stehe nochmal auf für Leute, die gucken. Das ist so ein Kittelschürz, wie Oma das hatte quasi. Drunter, das ist so türkisfarben und drunter terrakottafarbenes Ding. Da könntest du auch als Superman mit durchgehen. Ich zeige es mal kurz. Oh, das sieht aus wie ein ganz gefährliches Sexspielzeug. Genau. Für Leute, die ziemlich schräg drauf sind. Das fühlt sich auch an wie ein ziemlich schräges Sexspielzeug für Leute, die komisch drauf sind. Und es fühlt sich noch anders an, wenn es nass ist, weil ich habe den ja nicht nur so gekauft, sondern ich war damit ja auch schon schwimmen. Also die Geschichte. Nee, pass auf, die Geschichte in Herne ist ja die, dass da das Pestalozzi-Gymnasium 20 Burkinis angeschafft hat, damit Mädchen, die sonst nicht schwimmen gehen dürfen, da am Schwimmunterricht teilnehmen können. Ein riesiger Aufstand jetzt, diese Woche. Alle hatten eine Meinung, bis zur Landwirtschaftsministerin, Frau Klöckner. Und der Witz an der Sache war, die haben diese Burkinis schon vor 2 Jahren angeschafft. Also das ist längst durch das Thema, wo man sich jetzt hochkocht, weiß ich nicht. Und ich muss ja immer unsere Uhr einstellen, du. Nicht, dass wir wieder tagelang durch die Gegend labern. Ich gehe mal auf 30. Also heute ist ja weißen Zahlen oben drüber. Ach, da haben wir ja. Oh. Der Burkini greift sofort das Hirn an und zermartert das Gehirn. Pass auf, das Ding ist, das ist um zwei die Haare Sachen zu verdecken, ne? Willst du mal drüber streichen? Nee, das ist schön. Also, ich war damit schwimmen, das zieht runter. Das ist zwar Polyacryl, ich merke schon, wie sich so die sexuelle Wirkung entfaltet. Warte mal, ab, bis es riecht, ja? Und ich war in diesem Burkini, in dem ich jetzt hier sitze, auch mal schwimmen, in Herten, in Copacabacum. Da wollte ich das auch mal filmen, weil da schon die Diskussion hochkochte. Das war so, ich habe den Typen, der mich gefilmt hat, Markus, gesagt, pass mal auf, wir machen das ganz klein, keine Kamera, nur ein Handy, damit das so harmlos aussieht. Und dann haben wir überlegt, was wir filmen können, damit wir genug Material haben, bevor der Schwimmmeister uns rausschmeißt. Passiert ist Folgendes, ich gehe stolz mit meinem Burkini, war vorher unter der Dusche, gehe in das Schwimmbecken, nebenan Polizeisport. Da waren 20 Bullen, die ihr Training da machten. Die hat es überhaupt nicht gestört. Ich dachte, okay, weiter, Wasserrutsche runter. Dann kam einer zu mir und sagte, hör mal, hast du eine Wette verloren? So, das war alles. Und dann kam noch zu meinem Kameramann der zuständige Schwimmmeister und fragte, gibt es jetzt auch für Herren? Das war sämtliche Reaktion in den Herren. Da dachte ich, ja, das ist das Gute. Das ist total scheißegal. Ja, solange ich dann gut ins Becken pinkeln, tun auch viele. Aber was mich ja eher stören würde, dann muss ich ja ehrlich sagen, ne, wenn ich dich so im Copacabacum schwimmen sehen würde, so, ne? Ja. Ich weiß doch, dass du damit draußen im Park warst. Bitte? Dass du damit nachts Gott weiß was gemacht hast und dann kommst du mit so einem Ding im Schwimmen. Hör mal. Pass auf, ich habe da im Gegensatz zu dir eine ganz andere Auffassung. Erstens, man verliert. Ist das nicht schwer beim Reden? Nee, das ist super. Das ist ja so, aber du hast doch früher Banken überfallen, hast da so auch so deine Sturmmaske. Warst du nicht autonomer? Hör mal, dass du da hier im Brockdorf hutschig. Ich finde sogar im Gegenteil, dass diese Burkinis für Männer über 50 Pflicht werden sollten, weil ich möchte euch jetzt nicht zeigen, wie ich ohne Burkini aussehe. Das ist kein schöner Anblick, wenn man hier so, ich sag nur hier so, ne? Ich möchte jetzt nochmal zwischengrätschen, weil das ist ja eine sehr heiße politische Debatte geworden. Da hat sich ja, glaube ich, sogar die Familien- und Frauenministerin Klöckner zu eingemischt. Das ist ja die Kuhministerin, die ist für Kühe und Kälber zuständig, die Landwirtschaftsministerin. Ist sie gar nicht Familienministerin? Nein, oder? Eine Ministerin aus Berlin hat sich eingemischt, Frau Klöckner.
die dann eingeworfen hat, dass der wohl das allerletzte ist, vorher was eingeworfen. Die Unterwerfung des Westens unter den Orient, des Abendlandes unter das Morgenland, weil man im Burkini im Schwimmbecken geht. Martin, haben wir uns unterworfen? Du hast doch den Film geguckt. Ist das eine Unterwerfung? Ich finde den Film Unterwerfung total blöd. Das sind so sexuelle Fantasien von Herrn Uellebeck, wobei ich Edgar sehr toll finde. Nein, niemand unterwirft sich. Also mit Burkini schon gar nicht. Die sind aber scheiße. Also es gab mal früher Speedo-Kleidung. Das ist irgendwie ein sexueller Fetisch, habe ich jetzt mehrfach gelesen. Und bei Herren, bei Frauen weiß ich nicht. Es gab ja mal von Speedo und anderen Anbietern so Schwimmkleidung, die war schneller als die menschliche Haut, hieß das. Da musstest du so reingezwängt werden. Das war auch so Körperfigur betont. Dann wirst du von irgendwelchen gelernten Schwimmkleidungsanlegeexperten, wurdest du da reingehoben und dann warst du wirklich schneller. Man mit diesen Dingern eine halbe Sekunde im Schnitt auf 100 Metern schneller als vorher. Die machten Werbung schneller als die menschliche Haut. Und ich stellte mir das dann so vor, dass erst Badebekleidung anschlicht und dann kommt der Schwimmer hinterher. Das also, war so ein Sexding. Diese Speedos sind so Fetisch auch, ja. Ja, Schulenszene habe ich gehört. Was die Menschen so machen. Die Menschen sind ein komisches Volk. Aber die sollen alle, ich meine, diese Farbstellung ist natürlich grausam und ich schwitze unter den Achseln und das wird feucht, das fängt gleich an zu riechen. Noch nicht. Dann gehst du ins Schwimmbad. Sag mal, ich als Bademeister würde dich so dermaßen schwimmen. Das hat keinen interessiert. Und das ist der Witz an der Sache. Es interessiert keinen. Und auch in Herne, wo Frau Klöckner sich eingemischt hat, Unterwerfung und sonst irgendwas, hat es niemanden interessiert. Die haben seit 2 Jahren diese Burkinis angeschafft an dem Pestalozzi-Gymnasium und haben damit gute Erfahrungen. Was hat denn jetzt noch. Die kaufen übrigens auch Skischuhe für Kinder, die Skifreizeit sonst nicht haben. Ja, aber was ist denn jetzt mit Ulle Beck und seiner Unterwerfung? Also war der Film gut? Fangen wir mal damit an. War der langweilig? Der ist ja schon eine Weile her. Ich will das jetzt direkt... Ist der Kacke? Nö, das ist in Ordnung. Ich fand von der ARD sehr ehrenwert, dass sie den am Mittwoch um 20.15 Uhr versendet haben und damit ihr Programm gekillt hatten. Die haben da gerade noch mal 1,8 Millionen Zuschauer, sonst haben sie 7 oder 8 Millionen. Boah. Ich habe ja mal von Ulle Beck so eine Verfilmung gesehen. Ja, das war Elementarteilchen oder sowas. Der war auch schlecht. Also den Ulle Beck ist ein alter Herr, in meinem Alter. Fand ich nicht gut. Warum verfilmen immer deutsche... den Franzosen Ulle Beck. Ja, weil die ja früher auch Karl May mit dem Franzosen gespielt haben oder so. Vielleicht hat das damit was. Das hat was damit. Okay, dann also, haben wir eine Erklärung gefunden. Ich war gestern im Theater und habe Brecht gesehen ohne Brecht. Ich war bei den Ruhrfestspielen gestern. Letzte große Inszenierung in der Ägide von Frank Hoffmann. Also man hat eine Brecht-Oper gegeben, in der Brecht quasi gar nicht vorkam und seine Texte auch nicht, weil es sie gar nicht gibt. In den 20ern hat hier in Essen jemand, ich weiß gar nicht, Generalmusikdirektor oder sowas, einen Auftrag gegeben, schreibt uns doch mal eine Ruhroper. Und dann ist Brecht hier gewesen, hat gesehen, es gibt richtig Kohle abzugreifen, hat dann seinen Kurt Weil gesagt, komm, wir machen die Nummer, ist so lustig. Waren dann hier unter Tage, sind übers Ruhrgebiet geflogen, waren bei Krupp und so weiter, haben nicht eine Zeile, es gibt nicht eine überlieferte Zeile von diesem Ruhr-Epos. Und das wurde dann gestern in Recklinghausen inszeniert. Die fehlende Zeile. Ist, ja, aber dafür war es lang. Um 20 nach 10 war die Pause. Um 20 nach 10 die Pause. Die Pause. Und ohne dass eine Zeile geschrieben war. Und das ist aber genau, sehr langwierig. Und es kam auch nur die Hälfte des Publikums zurück. Um kurz nach Mitternacht war endlich Feierabend. Und dann haben wir gefeiert. So, das war aber schön. Und dann habe ich viel über... Man hat auch quasi wieder über das Korrektiv gesprochen, weil ich habe dann eine Spiegeljournalistin nach... Nee, einen beim Spiegel beschäftigten Journalisten, Gender-Sternchen, muss man ja sagen, zum Bahnhof begleitet, nachts um 3. Es fahren in Recklinghausen nachts um 3 Züge. Und man sprach sehr positiv über Kurt Schnippen. Ja, der ist toll. Ja, der ist doch hier so adaptierter Freund des Hauses, oder nicht? Der arbeitet hier mit. Ja, und der, man wurde damals, vor 20 Jahren, so freundlich. Also die Person, mit der ich da unterwegs war, sagte, ich fange da neu an beim Spiegel, komme aus einer anderen Gegend, denke, mal gucken. Und dann der Erste, den ich sehe, ist Kurt und sagt, hi, ich bin der Kurt, wie geht's? Also so doch ein Umgangston da in dem Haus, finde ich gar nicht so. Ja, das ist Kurt. Du wolltest über was anderes reden. Ich will über eine Sache reden. Ich bleibe jetzt in dem Zeug. Ich wollte über eine Sache reden, die sehr viel mit den kleinen Asterix und Sternchen zu tun hat. Ich habe nämlich diese Woche wieder Sachen gelernt. Ich war bildend unterwegs. Oh. Ich habe einen Prof getroffen von der Uni New York. Mhm. Um genau zu sein, von der New York Uni. Und Jay Rosen, Typ, und der hat mir eine Sache erklärt. Was macht Jay? Jay ist Professor für Medien, Vertrauen in Medien, Vertrauen in Gesellschaften. So
so wie Gesellschaften funktionieren, sowas studiert hat. Soziologe. Ah. Und der hat mir eine Sache erzählt, die fand ich total spannend, weil die ganze Welt, die droht ja mal wieder aus den Fugen zu fliegen mit Donald Trump und Kim. Und der hat mir was erzählt. Der hat mir erzählt, es gibt einen Unterschied zwischen Troubles, Probleme, die du hast im täglichen Leben, Dinger, die dich, dir auf den Sack gehen, die du schwierig und scheiße findest, die dich belasten an dem. Und dann gibt es auf der anderen Seite Issues. Issues, das sind Sachen, die im öffentlichen Raum von Regierungen, Verwaltungen behandelt werden, als das, was sie behandeln. Das ist wichtig für die. Der Journalismus in der Regel ist dafür da, den Ausgleich zu finden, dass halt ein Trouble, ein Problem, zu einer Angelegenheit wird, die im, auf dem Forum, auf dem öffentlichen Marktplatz verhandelt wird, damit dann halt eine Issue daraus wird, dass was geändert wird. Finde ich eine sehr einleuchtende, einfache Kiste. Und der hat mir dann gesagt, was das große Problem ist. Dass halt die Issues, die Sachen, die von den Verwaltungen, von den Regierungen, von den Eliten, von den Mächtigen verhandelt werden, sich getrennt haben von den Problemen der Menschen. Die haben nichts mehr miteinander zu tun. Und die Leute, das die halt berichten und sich das angucken, die Journalisten vermitteln nicht mehr zwischen den beiden Welten, sondern die behandeln auch durchaus unabhängig und frei und kritisch über die Issues, über das, was die Verwaltung und Regierung machen. Und so entkoppelt sich das und hebt immer weiter ab. Aber wir entkoppeln, Lass mich den Gedanken zu Ende führen, bitte. Und zwar ist das dann in Berlin jetzt unheimlich oft aufgefallen, weil ich ja so viel hin und her pendle. Und wenn du in Berlin in Diskussionen bist, was die Menschen interessiert, wo die engagiert sind, was die total wichtig finden, was für die ein Problem ist in diesen Kreisen, dann ist der Asterix, dieses kleine Sternchen hinter irgendeinem Gender mittendrin Wort, weißt du, so Arbeiter, Sternchen, Asterix, Unterstrich, innen. Ne? Ja. Und das ist für die Trouble, Issue, alles auf einmal. Für wer sind die? Diese Eliten, die sich Eliten, untereinander da bewegen. Ich dachte jetzt der Neuköllner beim Einkaufen. Die halten sich nicht für Eliten. Das ist der zweite Krasse daran. Sondern die halten sich für kritische Menschen, die in einer kritischen Welt das Handeln der Welt beobachten und verändern wollen. Die haben mit der Welt, der Menschen, nichts mehr zu tun, gar nichts mehr. Und diese Verschiebung dieser beiden Verhältnisse, die abgekoppelt sind, das kannst du von Berlin, von dieser Blase, ins Ruhrgebiet sehen. Das kannst du aber auch im Ruhrgebiet sehen. Das ist dann halt so eine Abgekoppeltheit zwischen dem, was im Süden passiert, dem, was im Norden passiert. Diese Troubles kannst du nur da erleben, wo du lebst, wo du deine Bezugsperson hast, wo du die Menschen hast, mit denen du redest. Jetzt höre ich damit gleich auf. Es gibt zwei große Sachen, was den Menschen Probleme bereitet. So irgendwie 2007 und heute. Ne? Was sind die größten Ängste? Ängste lösen ja Troubles aus. Früher waren die größten Ängste, heute sind die größten Ängste Terrorgefahr, Flüchtlinge, Sicherheit. Ich guck mal eben nach, ob Angela Merkel schon durchgegriffen hat. Hat die? Ja, die haben ein bisschen Stress, ja. Früher war das, vor 10 Jahren, war das Rente und Zukunftsfähigkeit. Wie kann ich in der Zukunft klarkommen? Ja. Und wenn ich mal ehrlich bin, ne, sind das doch die Probleme, die wir haben. Was, wenn man sich doch irgendwie, was sind die Probleme? Wie kommen wir die nächsten 10 Jahre klar? Wie kriegen wir das hin, dass unsere Kinder, meine Kinder, deine 46 Kinder, die alle unehelicht und nicht anerkannt sind, die du nicht mal kennst, wie kommen die klar? Ich habe 24 Stunden geöffnet. Und wie kriegst du eine Rente? Das ist das Ding. Das sind die eigentlichen Probleme. Und anstelle dessen reden wir über irgendwelche Flüchtlinge. Ja, die Moment, Flüchtlinge langsam, sind ja langsam, gut, dass die kommen. Das sind ja die Leute, die uns nachher die Rente bezahlen. Natürlich, schaffen. Aber. Dann sagen dir die Menschen, die jetzt meinen, dass sie an der Basis dran sind und sagen, nee, das ist aber hier, ich habe Angst vor Terror, die jagen mich alle in die Luft. Also meine Chance, durch einen islamischen Terroranschlag in Datteln, Horneburg zu sterben, liegt bei 36%. Hi. Wir kriegen Besuch. Wir kriegen Besuch. Aber das ist nicht im Bild. Ich sehe nicht immer so aus. Ist aus politischen, allgemeinen Gründen. Ja, die überlagern sich, die verdecken sich. Richtig. Wir nehmen das gerade was auf. Angela Merkel, die sich mit der CSU streitet, die werden jetzt an diesem Problem, an diesem absurden Problem, ob jemand, der als Asylbewerber schon mal abgewiesen worden ist, nochmal einreisen darf, um nochmal einen Asylantrag stellen zu dürfen, sich die Köpfe einschlagen. Das tun sie gerade, CSU und CDU. Jens Spahn
weiß nicht, was der unter der Tischplatte macht, keine Ahnung, freut sich. Und da zerlegen die eventuell ein politisches System, wenn sie Pech haben. Das zerlegen die nicht. Zerlegen nicht. Komm, jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen realpolitisch werden. Ja. Du bist doch auch eine alte Realpolitik. Die Bayern haben Wahlkampf. Genau. Die Bayern, die machen das, was die Bayern unter Strauß immer gemacht haben. Die sagen, rechts gibt es nichts außer den Abgrund. Genau. So, und dagegen positionieren die sich. Das heißt, die machen jetzt Dampf und Tralala. Ja. Dass sie halt sagen, so Asylbewerber werden an der Grenze außen abgewiesen, nicht auf der Grenze innen. So ein Scheiß. Aber das hat mit realpolitischen Umsetzungen nichts zu tun. Die machen jetzt Theater, um zu zeigen, dass sie halt schärfer sind als die AfD, damit die AfD im Bayerischen Landtag scheitert. Genau, können die damit umgehen in Berlin? Also, ja klar, mein Gott, Merkel macht das seit 16 Jahren, natürlich. Okay. Also, die lässt sich jetzt noch ein paar Wochen demütigen, ist also quasi so in so einem Fetischkostüm wie ich durch die Gegend und so. Da lächelt die sowas Seehofer weg. Die setzt sich dahin und sagt so, ja. Okay. Hast du in der letzten Woche von wegen Weglächeln, ne? Das war das ikonische politische Bild von Angela Merkel, steht am Tisch und guckt so runter. So. Ja, zu dem bösen Trumpi. Trump. Du wolltest über Trump reden, mich interessiert er nicht. Du wolltest über Trump reden und das Ende des Westens. Ich wollte reden, wir reden ja schon. Ja, über Trump. Also die Angela hat den da auch so einfach weggeguckt, hat den böse angeguckt. Und dabei gehen mir so ganz, ganz viele Gedanken durch den Kopf, die versuche ich mal eben zusammenzufassen. Er ist der Weltbester Globalpolitiker, er redet mit New Yorker Professoren. Ich bin in Recklinghausen und in Stuttgart unterwegs. Das können ja nicht alle im Bukini durchherlaufen. Also, mir sind da zwei Sachen durch den Kopf gegangen. Das erste ist, da wird der Westen als Idee zerstört. Das ist ja nicht nur eine Nachkriegsordnung, sondern auch diese Idee von der... von der Freiheit, vom Weltgeist, hier von Hegel. Hegel ist ein Weltgeist, der auf dem Pferd nach Westen kann. Ich bin total dullen. Ich habe seit 3 Uhr nachts Bahnhof Recklinghausen, jetzt kommen wir nicht mit Hegel. Ja. Das war aber so. Hegel auf dem Weltgeist, mit dem Weltgeist, der ist immer nach Westen geritten. Da kam Napoleon auf dem Pferd vorbei, das war der Weltgeist, ist nach Westen immer weiter in die Aufklärung hineingeritten. Herr Schaben, es gab doch im Nachkriegsdeutschland... Und jetzt brechen die da ab? Es gab doch im Nachkriegsdeutschland diese große Debatte, sind wir Transatlantiker oder ist die deutsch-französische Freundschaft wichtiger? Da gab es doch durchaus auch in der CDU unterschiedliche Konzepte, was denn nun wichtiger ist. Das kann das nicht möglich sein? Alte politische Grundlinien in Kontinentaleuropa. Ja, aber kann es nicht möglich sein, dass wenn die Amerikaner sich jetzt vorübergehend oder endgültig, ich meine, jetzt hast du gerade beschrieben, du hast gesagt, die CSU hat Wahlkampf. Dann sage ich, die USA haben gerade Trump. Den haben sie noch 6 Jahre, dann ist der Mann auch erledigt. Also, wo ich jetzt gerade unterstellt habe, dass er wieder gewählt wird. Na, und da ist eben das, wo ich halt sagte, das Konzept wird angegriffen. Du hast also kann man das nicht überleben und kann sich nicht Europa dadurch stärken? So, Punkt, Fragezeichen. Fragezeichen, nicht Punkt. Ich habe ja keine Ahnung. Ich frage doch nur. Kann Europa nicht sagen, ja, komm, Amerika ist weit, aber Frankreich ist doch auch schön. Du sollst ja auch nicht dahin fahren in Urlaub, sondern es geht darum, dass diese Konzeptidee des Westens, dass man halt eine Gemeinschaft hat, in der Demokratie, Aufklärung, in der Transparenz, in der Ausgleich durch Worte das stabilisierende Element sind. Dass diese Wertegemeinschaft aufgekündigt wird, weil einer sagt, hör mal mit euch da, ihr macht Freihandel und ihr wollt miteinander, untereinander Demokratie fördern und so weiter, ihr seid arschgeil, sagt er dem alten Trudeau mit dem... Macron. Mit dem, nee, dem Trudeau hat er das gesagt. Okay. Der hat dann die Dolchstoßlegende wieder rausgeholt, hat dann gesagt, der Trudeau hat mir einen Dolch in den Rücken gestochen. Besser gesagt, sein Berater hat das gesagt, dass der Trudeau den Dolch in den Rücken gestochen hat. Die Scheiße haben die Nazis damals erzählt über die Juden. Naja, der Dolchstoß war nach dem Ersten Weltkrieg, aber ist egal. Das sag ich doch. Und daraus sind doch die Nazis geboren. Ja. So, das ist das Erste. Das heißt halt, dieser Ausgleich durch Sprache wird mit einmal zum Dolchstoß umkonfiguriert. Dieser Demokratias, der daraus spricht, dann ist der gleiche Demokratias. Der nächste Punkt ist, anstatt sich mit so einem Demokraten zu verständigen auf ein gemeinsames Vorgehen, wird der Alleingang gemacht mit so einem Typ wie dem Kim. Und jetzt könnte man ja noch sagen, das ist ja alles in Ordnung, das ist ja ein außergewöhnlicher Erfolg, da hat man sich darauf einigt, dass die sich da alle nicht in die Luft sprengen. Fakt ist aber, dass der Trump einen Deal da abgezogen hat, der sowas von scheiße ist, wenn er so seine Häuser verkauft, dann hätte er heute noch kein Zelt gebaut. Warum ist der Deal scheiße? Er will keine Manöver mehr machen mit den Südkoreanern und sagt immer, guckt euch doch mal eure Stände an in Nordkorea, baut da lieber Resource hin, baut da lieber Fitnessparks und was hin, wo man mit dem Burkini schwimmen gehen kann oder ohne. Das Erste ist, das
ganze Abkommen, das gab es doch alles schon. Das war von 1994. Bill Clinton hat fast wortgleich dasselbe geschrieben. Ja, dann hat er das so PR-mäßig gut gemacht. Ja, wenn es nur um PR bei so was. Aber war denn nicht, David, David, bevor du dich, entrege dich mal. Nein. Gibt's das Wort schon? Ich wollte nur Nein, ich muss mich zu Ende erregen, dann bin ich auch fertig mit Regen. Ich Und muss zwar, jetzt was aufschreiben. Man kann ja. doch nicht das Bündnis im Endeffekt im Pazifik aufkündigen, der Westen frei, der freien westlichen Welt und dann sagen, immer Kim, nimm du das. Aber immer Chinesen, nimm du das. Ist es nicht so, dass die USA mittlerweile sowieso sich seit längerem schon viel mehr für den pazifischen Raum als für das transatlantische interessieren? Wenn das so gewesen wäre, wäre es ja gut gewesen. War aber nicht so, weil der hat gesagt, wir ziehen uns zurück. Ich dachte, Trump denkt an seine Zeit nach der Präsidentschaft. Übrigens, bitte nicht die Zettel zerreißen, die müssen wieder zusammengeklebt werden von Spezialteams. Das habe ich bei Trump gelernt. So, zweitens, habe ich vergessen. Zweitens, versuche ich mich daran zu erinnern. Achso, hat man nicht am Anfang, als ich glaube, Reagan und Gorbatschow sich auf diesem schwankenden Schiff vor Island getroffen haben, hat man da nicht auch gesagt, oh, alles Kacke? Also, so unsäglich dieser Herr Trump sein mag und wir den empfinden zurecht. Nein, mit. Guck mal, das erste ist. Ja, Leute zu, ich habe ja auch lange Hannelore Kraft verteidigt. Also, warum soll ich jetzt nicht auch Trump verteidigen? Ja. Dann er. Das war jetzt mal wieder gesprungen. Ja. Boah, das war. Böser kriege ich nicht zusammen. Aber natürlich ist das eine Geschichte gewesen, die man so hätte vergleichen können, wenn sich 20 Jahre vorher, weiß ich nicht, wer da gerade Präsident war, Carter, mit dem damals regierenden Brezhnev getroffen hätte, auf dem gleichen Schiff und das gleiche erzählt hätte. Okay, und danach hätten die Russen die Atombombe entwickelt. Und dann hätte der Carter noch sagen müssen, und weil wir uns jetzt so toll geeinigt haben, ziehe ich mich aus Berlin zurück, aus Westdeutschland zurück und meine Truppen werden verlegt auf die Azoren. Das kannst du ungefähr vergleichen. Der hat ja sogar, das musst du dir vorstellen, der zieht ja sogar den Schutzschild für Japan zurück. Der gibt das ganz auf, einfach so, und sagt so, weil der Trump, der Kim genug gelächelt hat. Ich weiß nicht, ob der Kim besser handeln kann als der Trump. Ich weiß nur, dass der Kim da gesessen hat, ein bisschen gelächelt hat, hat in eine doofe Karre geguckt und der Trump schmeißt ihm die Kohle. Nicht die Kohle. Da, ja, aber Kim ist cooler als alle denken. Ja, okay. Ich habe ganz banal SPD. Erstmal Russland-WM. Wir können aus der Russland-WM lernen, jetzt schon, also jetzt gerade in diesem Moment, läuft, wo wir sitzen, ja, dass der 70. gegen den 67. in der FIFA-Weltrangliste in etwa. Also Saudi-Arabien, diese Horrormannschaft, dieser Angstgegner der Deutschen, spielt gegen das russische Imperium unter Spielleitung von Wladimir Iljitsch Ulyanov. Und die Spanier haben mich überrascht. Die haben zwei Tage vor dem ersten Spiel mal eben den Trainer rausgeschmissen. Da dachte ich, liebe SPD, wenn ihr mal wieder Wahlkampf macht, guckt euch das an, es geht. Also man kann den Kanzlerkandidaten auch noch kurzfristig weg. Ich komme deshalb dazu, weil ich jetzt die elegante Überleitung zum Thema hier in diesen Räumlichkeiten saß vor 4 Wochen Herr Feldenkirchen und hat sein Buch Die Schulz-Story vorgestellt. Jetzt gibt es hier das Gegenpapier dazu. Die SPD hat ein eigenes Papier rausgebracht, das heißt aus Fehlern lernen. Beim Lernen fehlen oder so. Nein, aus Fehlern lernen. Man hat so eine Kommission gebildet aus eigenen Machtempfinden heraus, die gesagt hat, was alles schiefgelaufen ist. Das sollte man sich dringend mal durchlesen. Das Ding heißt, aus Fehlern lernen kann irgendwie bei der SPD als PDF runtergeladen werden. Natürlich ist das die jetzige Generation der Führenden, die das Papier in Auftrag gegeben hat. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass Sigmar Gabriel nicht gut dabei wegkommt, aber Schulz geht so dermaßen auf die Ohren. Die SPD macht sich selbst so schön fertig. Es ist irre, das ist noch atemberaubender als die Schulz-Story. Mach mal ein paar Details. Die sagen, Schulz kann es nicht. Also man muss dazu sagen, das einer der... Bei der Schulz-Story war ja immer nur das Opfer. Hier heißt es irgendwie, schöne Sätze, 19.3. Parteitag. Gabriel hält eine überlange, Schulz eine mittelmäßige Rede. Das klingt total gut, das sagt eigentlich schon alles. Ja. Schulz zur Wirtschaftspolitik. Rede überraschungsfrei, die mediale Aufmerksamkeit verhalten. Habe ich nicht verstanden. Muss also Schulz zu Wirtschaftspolitik. Er hält eine Rede und die ist dann überraschungsfrei. Die mediale Aufmerksamkeit ist verhalten. Ja, dann Schulz habe sich, heißt es dann, frühzeitig mit Gabriel verständigt, dass er Schulz die innenpolitische Bühne bespielt, von der er keine Ahnung hat, und Gabriel Europapolitik und Außenpolitik übernimmt. Außenpolitik, okay, ist sein Job, aber Europapolitik wäre eigentlich das Feld von Herrn Schulz gewesen. Das haben Sie gesagt? Ja, dann... Wer hat sich darauf verständigt? Wer, die beiden haben sich verständigt.
Angeblich, wusste ich auch nicht. Experten. So, dann hatte man in Berlin diese Berater, die keine Ahnung haben, dem Schulz gesagt, er sollte sich bis April zurückhalten, er sollte mal in Ruhe diese super tollen Landtagswahlen abwarten, um den Schwung der Landtagswahl dann mit in seine Kampagne nehmen zu können. Also nicht festlegen, nichts Detailliertes sagen, einfach so grinsen, wenn Hannelore gewonnen hat, grinsen, wenn das Saarland erobert worden ist, und nochmal grinsen, wenn Schleswig-Holstein in einer roten Alleinregierung beherrscht wird. Das war alles völliger Scheiß. Und dann gibt es so schöne Sachen, 28.04., ja, steht dann da in diesem Papier drin, Angela Merkel trifft Ivanka Trump, Schulz mit Häubchen in einer Fischräucherfabrik in Eckernförde. Also sie haben es dann im Nachhinein doch gemerkt, ja. Also das sind diese Welten, Ivanka Trump, Fischstäbchen. Ja, und das geht so weiter. Schön dann auch noch, dass dann Schulz in Wolfsburg bei den VW-Arbeitern ist. VW, IG Metall, sehr selbstbewusst, Land Niedersachsen beteiligt an VW, also eigentlich eine SPD-Veranstaltung. Der redet da vor 16.000 Beschäftigten, der kommt zu spät, der lässt 16.000 Leute warten. Wie lange denn? Weiß ich nicht. Und hält dann eine Standardrede. Also da, wo VW gerade mitten in diesem großen Dieselskandal ist, da lässt man sich ja was zu einfallen. Da sagt man, Leute, bla bla, wir machen das, wir schaffen das, eure Arbeitsplätze, ihr könnt Fortschritt, ihr seid gut, wir stehen zu euch. Und er hält seine Rede aus der Tasche. Alter, das geht überhaupt nicht. Und dann schreibt diese SPD-Fehlergruppe, schreibt, zum Glück nicht öffentlich. Das ist Atemraum, dieses Papier. Und was wichtig ist, dem Kandidaten fehlt inhaltliche Substanz zur Untermauerung der positiven Emotionen. Ja? Und dann stellen Sie unterm Strich fest, Schulz-Kampagne hatte keine Strategie, keine Themen, kein Team, keine Kampagne und keine Idee. SPD-Papier. Da kannst du die Schulz-Story fast gegen vergessen. Empfehle ich jemand zu lesen. Jetzt bedränge ich, weil hier die Uhr und ich laber dich wieder tot. Ich komme auf die kleinere Ebene. Ach, ich merke, es wirkt, mein Bikini wirkt so langsam. Der Schweiß, nein, das ist der Keller. Der Schweiß kühlt so unter der Achsel und dann läuft das so langsam runter, das ist. Recklinghausen, Kreis Recklinghausen, der großartige Kreis Recklinghausen, ich glaube, der größte Landkreis dieser Republik von der Einwohnerzahl, ja, etwa 620.000 Einwohner. Also eigentlich so größer als Essen und größer als Dortmund, aber unauffällig. Sehr verstreut. Die haben ein Kreishaus, das den unterm Arsch zusammenbricht. Also die haben das 1979 gebaut und jetzt ist das marode. Es wird gesprengt und komplett neu gebaut. Moment. Es wird komplett für 130 Millionen Euro wird das Kreishaus neu gebaut. Ein neues Kreishaus gebaut. Eine Frage dazu. Ne? Ist das Kreishaus, wo der Jochen Welt war? Ja, das man nicht sieht. Ist das Kreishaus gewesen, wo der Pyramiden aus Kupfer reingestellt hat, damit die esoterische Energie da rein? Jochen fragen. Der hat das kaputt gemacht. Nein, das war dann, Jochen hat es gerettet mit seinen emotionalen, esoterischen Kräften. Ne? Überleg dir das mal, das kannst du doch keinem Menschen klar machen, dass man ein Haus hat, das keine 40 Jahre alt ist. Und dann sagst du, das ist im Arsch, Leute, tut mir leid. Und dann sagen irgendwelche, ja, kannst du nicht mehr so ein bisschen renovieren? Nee, das würde sich auf Dauer nicht lohnen, weil wenn man jetzt anfängt, da ein bisschen renovieren, dann wird das nur noch teurer. Nächste Frage, Generalsanierung, sehe ich anders. Geht auch nicht. Also wenn ich durchs Ruhrgebiet laufe, dann denke ich oft so, boah, das müsste man mal warm sanieren. Aber das sind doch alles diese sozialliberale Modernen. Das war 70er Jahre gebaut, alles Scheiße. Im Arsch. Ja, und jetzt kommt überall. Jetzt kommt also ganz knappe Entscheidung, ja. so 34-30. Und was ich toll finde, ist, nicht 130 Millionen, es gibt jetzt einen Bürger, der will da einfach mal drüber reden. Über diesen komischen Kreis, die Kreisverwaltung redet nie einer, weil das ist so eine anonyme Verwaltung, was daran liegt, dass im Gegensatz zum, sagen wir, Kreis Borken, das ist Borken, ganz viele Dörfer, hast du 10 relativ selbstbewusste Städte im Kreis Recklinghausen. Und alle Städte können alles. Die haben eigene Schulämter, eigene Kulturämter, eigene Jugendämter und sowas alles. Das haben so kleine Städte auf dem Lande oft nicht. Da ist der Kreis viel bedeutender. Das ist eine völlig, also das ist auch so verbaut, dieses Gebäude. Man sieht es von der Straße aus kaum. Und wenn man drin bist, ich habe festgestellt, das ist so, die haben dann neulich einen Kollegen, der war schon 2 Jahre tot, den haben sie gefunden, aber nicht zu Hause, sondern am Schreibtisch. Aber egal, das wollte ich alles nur nutzen, weil ich habe ein wunderschönes Video vom Landrat des Kreises Recklinghausen, Chai Sübekrüp, also man dachte wirklich, er heißt Chai Sübekrüp, weil er C-A-Y im türkischen Chai heißt und nicht Kai, und viele Üs deuten auf türkisch. Kai, der absolute
die strahlende Büroklammer. Ich finde den Kai irgendwie so, aber er ist halt eine strahlende Büroklammer. Kai macht zum Glück keine Sommerbotschaften mehr. Ich spiele mal die Sommerbotschaft von ihm vor. Ich finde es schöner. Kann man das nicht aufhören? Damit bedanken wir uns. Hattest du nicht noch was mit? Nein, ich habe immer ganz viel. Nein, ich glaube alles. Ich habe nur eine Frage. Welche Steuer wird jetzt erhöht? Wir haben WM und immer wenn WM ist, wird irgendeine Steuer erhöht. Welche tippst du? Nee, die Parteienfinanzierung wird hochgebaut. Ach, Parteienfinanzierung, das war's. Und denk dran. Diesmal Parteienfinanzierung. Bald kommen die. Denk dran, die Bikinis für alle. Zur Pflicht. Und die Himbeeren. Ach, das sieht doch so scheiße gar nicht aus. Bald kommen die Himbeeren. Dann jetzt mache ich hier ein Klingelein. Auf Wiedersehen. Die Parteienfinanzierung. Was? Wie hoch geht die denn jetzt? Hallo? Ja, das riecht so ein bisschen nach Keller. Das bin nicht ich, das ist der... Das sieht sehr, sehr pervers aus. Ich muss doch nicht mehr sagen, dass du das nur so zum Keller hast. Da ist irgendwo ein Loch drin, das möchte ich gar nicht wissen. Da werden da Sachen mitgemacht. Nein, ich halte mich zurück.